Einen wunderschönen guten Tag, Freunde der Heimlichkeiten. Wir sind immer noch auf dem Weg zu Gedeek, sind in der imperialen Station hier. Wir brauchen den Turbolift. Und ich glaube, wir haben hier erstmal alles erfüllt. Ne, beim letzten Mal haben wir hier in dem Raum quasi nochmal was ausgestellt, ne? Hier so an so Geschütztürmen da oben. Und der Alarm war eigentlich losgegangen. Ich bin jetzt gespannt. Ich glaube, wir sind relativ nah bei unserem guten Kumpel Gedeek. Aber was jetzt auf uns wartet, ich bin auf jeden Fall hyped. Denn er hat irgendwas gesagt von wegen, er baut Druiden, irgendwas mit den Klonkriegen. Viper sucht Druiden, ja? Ach, guck mal hier. Guck mal hier. Geil, ey. Aber die Viper sucht Druiden werden ja nicht aus alten E1 gebaut, oder? Wo ist er denn? Der müsste doch hier irgendwo rumlungern, der gute Mann, oder? Oder ist er da drin? Oh, aber guckt euch das halt mal an, Mann. Wie geil diese Suchdruiden aussehen. Und wie geil die B1-Druiden aussehen. Guck mal hier, das sind sogar so kleine Prototypen. Irgendwie die Bewaffnung von denen oder so. Können wir hier irgendwas öffnen? Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, da kommt eine kleine Cutscene oder sowas in der Richtung. Aber vielleicht ist er auch hier direkt um die Ecke irgendwo. Wir gucken uns erstmal um. Oh, schön, die Musik. Ist das eine Rettungskapsel? Sieht so ein bisschen so aus, ne? Die Musik hier auch wieder Star Warsy. Oh, das ist so einer. So ein Pit-Druide. Aber bei so Druiden könnte ich den ganzen Tag hier irgendwie mich umschauen. Wie cool die doch aussehen teils. Oh. Oh. Ich glaube, jetzt sind wir bei ihm. Oh. Gedeek. Lang nicht gesehen. Kriegst nicht auf Besuch. Ist das Cave Vess? Unmöglich. Die würde sich niemals hier blicken lassen. Ich habe einen Auftrag. Die Art, von der wir früher auf Kanto nur geträumt haben. Tja, ich habe ausgeträumt, Kay. Sieh, wohin es mich gebracht hat. Ich weiß, dass du Feinde hast. Ich habe Stress mit dem Torwächter-Droiden. Einigen wir uns. Hast du ein Schiff? Ich habe ein Schiff. Und ein BX-Kommandodruiden. Originalteile? Keine Ahnung. Frag ihn doch selbst. Okay. Bin dabei. Toll. Wie in alten Zeiten, hm? Gedeck! Können wir jetzt gehen? Ja, lass uns gehen. Es gibt einen Turbolift, der dich zu einem Wartungsausgang bringt. Du kommst nicht mit? Ich kann einfach mit meinen Zugangscodes raus. Es gibt nur noch ein kleines Problem mit einem Viper-Druiden, das wir uns kümmern müssen, bevor wir uns mit einem Auftrag befassen. Hat es was damit zu tun, weshalb die Hutten dich töten wollen? Sparen wir uns die Details, bis wir beide draußen sind, ja? Die Garnison wird einen kompletten Sicherheitscheck durchführen. Cool, ey. Hey, ich habe die Zugangsluke auf der Rückseite entriegelt. Verschwinde, wir reden später. Na komm, Nix. Alles klar. Der ist cool, der gefällt mir schon mal richtig. Also, den finde ich mega sympathisch, ich weiß nicht. Allgemein die Szene eben gerade richtig cool mit dem Originalteile. Fand ich auf jeden Fall gut gemacht. Moment mal. Das ist nicht gut. Das werde ich nicht schaffen können. Wie machen wir das? Hä, das haben die nicht mitbekommen. Wir haben ja auf jeden Fall die Möglichkeit, damit noch rumzuballern. Das machen wir vielleicht auch. Ein Eindringling! Ab! Die machen hier den Alarm nicht an, ne? Jo, das war jetzt ja erfolgreich. Währenddessen war das jetzt nicht so erfolgreich. Warte, wir können auf jeden Fall das Ding auch markieren, oder? Ah, nee, das können wir nicht. Ach, geil, dieser Schuss, Mann. Cool, warte, wir haben einen Skill freigeschaltet. Oh, und wir haben auch schon hier wieder der Profizocker. Das ist Lando. Oder? Das sieht doch schon so aus. Das wäre ja cool. Aber Lando werden wir auf jeden Fall dann auch angucken. Gut, wir haben auf jeden Fall das hier. Bietet Blaster Boni bei perfektem Nachladen. Sehr schön, das hört sich doch wunderbar an. Nehmen wir gerne, okay. Schalten wir hier wieder
Bitte auf den normalen Modus? Okay. Ah, das ist hier wunderschön, ey. Ja, Rodiana, ne? Ich hab's schon ein paar Mal gesagt, sowieso eine meiner absoluten Lieblinge von den Spezies. Von daher, ich bin, hyped auf den. Der ist mir erstmal direkt sympathisch. Und sein Druide, ne? Der Protokoll-Druide ist vielleicht so ein kleiner... Ich weiß nicht, ist so ein kleines Easter Egg auf sowas wie Triple Zero, ne? Die Leute, die in den Comics drin sind, die werden das eventuell kennen aus den Darth Vader bzw. Dr. Aphra Comics. Da gibt's dann auch Triple Zero und... Oh, wie heißt denn der R2-D2-Verschnitt? Ne, ihr werdet es eher wissen als ich. Ich habe keine Ahnung, ich hab's gerade nicht im Kopf. Hab die zwar gelesen, aber... Ist alles ein bisschen hier. Naja, auf jeden Fall, gibt's da quasi so einen R2-D2 und C3-PO-Verschnitt in quasi, ich sag jetzt mal, böse. Und, ja, da ist Triple Zero beispielsweise dann auch der Protokoll-Druide, der halt, ne, sehr offensiv handelt und auch mit Waffen hantiert und so. Das hat mich irgendwie gerade so ein bisschen dran erinnert. Na, wie gesagt, gerne auch schreiben. Wie denn der gute Astromech heißt von dem Duo. Und nee, ich bin natürlich jetzt nicht ultra drinnen, ne, in, den Comics. Okay, diesmal machen wir es auch mit dem guten alten Fahrstuhl hier. Ich achte gerade auch wieder total auf die Musik, muss ich sagen. Und ich kann da auch wieder nur sagen, die ist halt geil, Mann. Also was ist denn nur los, Mann? Die Mucke ist halt richtig gut in diesem Spiel. Ich finde die richtig, richtig stark. Also wenn hier irgendwas überstrong ist, dann die Musik. Scheiße, ja, habe ich nicht gut hinbekommen. Geht das gar nicht? Ja, doch, das geht schon. Okay, wir machen es anders, wir machen es anders. Auf die herkömmliche Art und Weise. Boah, der Hits kassiert. Ach, wir sind jetzt hier. Oh mein Gott. Okay, gut, dass sie das nicht mitbekommen haben. Wir kommen gut raus hier. Na gut, die Rotationskanone werden wir nicht brauchen, wahrscheinlich. Können wir die bitte wieder ablegen, weil wir können da jetzt einfach so, ne? Yes. Ja, haben wir wieder einen guten Zugangspunkt gehabt und schon kriegen wir auch einen guten quasi Ausgangspunkt, nur einen guten Fluchtpunkt irgendwie, um hier rauszukommen, ohne durch die ganze Basis zu müssen. Hübsche Aussicht. Andy 5, ich habe Gedeck gefunden. Er ist dabei. Gut. Jalens Gewürz wurde an Surat übergeben. Ich schlage vor, du findest heraus, warum die Syndikate hinter deinem Freund hier sind und bringst es in Ordnung. Oh, ich finde es heraus. Er hatte schon immer ein Talent dafür, sich Ärger einzuhandeln. Das überrascht mich keineswegs. Ich habe inzwischen die Bahnbrecher nach Sashin gebracht, um näher an deinem Standort zu sein. Der Droidenschmied! Sehr gut! Nach Sashin. Oh mein Gott, da unten sind auch noch welche. Der nach Sashin, wo ist das? Okay, wir hatten jetzt auch noch ganz viele Schätze, das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Naja, hier. Das kann er jetzt aber auch nur gemacht haben, weil ich da schon mal war, oder? Das ist ja auch interessant gemacht irgendwie. Alles klar, dann hätte ich gesagt, wir gehen hier auch gleich mal hin, gucken uns da vielleicht mal um, denn beim letzten Mal waren wir da schon, aber haben ja nicht wirklich irgendwie großartig uns umgeschaut. Wir wollten dann erstmal so ein bisschen in die Hauptstory. Hey, wie lösen wir das Droidenproblem? Ist dein Gleiter wassertauglich? Wenn's flach ist? Darum kümmern wir uns zuerst. Mein Kumpel Temin Wexley hat bestimmt noch einen Hydrorepulsor auf Lager. Er hat Familie in der Sashin-Siedlung. Frag da mal nach. Ja, da bin ich doch gerade, oder nicht? Das ist ja super gelaufen. Ja, okay, cool. Dann müssen wir sowieso hierher, um unseren Glider abzugraden, Leute, ne? Das wäre auch mal ganz gut, denn beim letzten Mal sind wir häufiger mal baden gegangen. Das war leider nicht so gut. Das hier. Gut. Wir müssen uns hier, glaube ich, eh so ein bisschen umgucken. Wahrscheinlich wird das irgendein Gleiter-Heini sein. Hallo? Was spannert der denn da so rum? Beobachtet denn der? Der guckt ja beim Reparieren zu. Man hat sich tagelang nirgends blicken lassen. Er ist auch nicht in seiner Werkstatt. Wo ist dieser Junge hin? Ah, hallo. Habt ihr Temin gesagt? Ich suche nach Temin Wexley. Ich bin Esmel, seine Tante. Das ist meine Partnerin Shireen. Wer bist du? Ich heiße Kay. Ich brauche einen Gleitermod. Arbeitest du für Surat? Nein. Nein. Für wen dann? Doch nicht für die Pikes. Sehe ich wie eine Pike aus? Ich will nur einen Mechaniker. Tut mir leid, Kay. Wir sind alle etwas angespannt. Temin ist mal wieder verschwunden. Wahrscheinlich ist er unterwegs, Schrott sammeln. Sagte er zumindest. Er könnte wieder in Schwierigkeiten stecken. Ich könnte ihn suchen. Wo findet man hier den besten Schrott?
Am See gibt es einen alten Schrottplatz. Versuch es doch da mal. Werde ich. Danke. Okay, das bleibt wohl unsere Aufgabe. Jetzt erstmal irgendwie unseren Gleiter upgraden. Ah, guck mal, hier haben wir eine Kantine. Ja, warte. Bei einer Flut sollte man die Netze auswerfen. Ich habe da mal einen ganzen Astromech gefunden. Also, zumindest fast ganz. Hätte nicht gedacht, dass in dem Rosthaufen noch was drinsteckt. Das Schiff ist schon lange geplündert, aber alles Mögliche landet im See und bleibt am Wrack hängen. Das fängt sich besser als Fische. Okay, ich glaube, das ist sogar auch genau da, wo wir hinwollen. Cool. Ah, hier haben wir den Ashiga-Man. Hallo. Du musst die Kundschafterin sein. Ich habe hier was für dich. Wie bist du darauf gekommen? Es gibt nicht viele Ashiga auf Akiva. Hast du die Berichte, die ich dem Clan überbringen soll? Hier. Alles, was ich auf Akiva beobachtet habe und inwiefern sich der Planet für eine Expansion eignet. Die Atmosphäre ist sehr feucht. Wir müssen einen Weg finden, die Feuchtigkeit von unseren Zilien fernzuhalten. Alles klar. Oh, und der Clan schickt dir dieses Nahrungspaket. Ah, köstlich. Super. Denke mal, damit werden wir jetzt auch ein bisschen im Ashiga-Clan aufsteigen, oder? Hier haben wir, glaube ich, Sabak. Nur gegen den einen Loser hier. Was ist denn das? Ah, der hat die Aufträge. Warte mal. Du kommst zum richtigen Zeitpunkt. Ja, gut. Bei den Pikes können wir immer nichts machen. Ja. Meinetwegen? Ja, ja, ja. Gut, Sabak können wir gleich eventuell nochmal spielen. Ich würde trotzdem ganz gerne nochmal so ein bisschen hier schauen. Haben wir hier noch was direkt? Es wird nichts angezeigt. Das wundert mich. Können wir auch in die anderen Gebäude gar nicht rein? Guck mal hier. Rote Bananen. Richtig lecker. Das ist auch nur so ein Holo-Ding, naja. Der hier will doch noch was. Hey, Fremdweltlerin. Willst du was von mir? Ich hab dich im Gelände gesehen. Du bist echt nicht schlecht mit dem Gleiter. Wie wär's mit einem richtigen Wagnis? Ist es ein Rennen? Klar. Wagnis ist mein zweiter Vorname. Es gibt eine Insel im See nördlich von Sashin. Ich schätze, mit einer kleinen Modifikation könnte dein Gleiter glatt darüber kommen. Was ist an dieser Insel so besonders? Die Einheimischen nennen sie die verschlungene Insel. Angeblich soll es da ein Schmugglerversteck geben. Das klingt wie eine Falle. Ich dachte, du riskierst gern was. Ich hab's leider nicht geschafft, aber ich würde gern wissen, was dort wirklich vor sich geht. Na, wenn ich's rausfinde, sag ich's dir. Okay. Ich weiß nicht, ob ich dem so trusten kann. Wir hatten hier, glaube ich, noch einen, der mich beim letzten Mal so ein bisschen angequatscht hat. Eventuell hier vorne. Wir schauen nochmal ganz kurz. Besser an einem Job? Ja, hier, guck mal, da haben wir noch einen. Hey, hübsche Sammlung Bala-Bala-Wagen. Nur nicht so hübsch wie meiner. Ja, ich hab dich gesehen. Wirklich gut in Schuss, das Teil. Ich glaub es ja nicht, dass so ein Relikt noch fahren kann. So alt ist der Schlitten gar nicht. Und sicher schneller als alles von dir. Vielleicht. Aber vor allem hat er nicht dieses Bala-Bala-Geräusch. Diskreter. Und jemand Diskretes könnte ein paar Dinge für mich abliefern. Worum geht es? Drei Nachrichten. Sie sind verschlüsselt, damit sie vertraulich bleiben. Ich habe hier eine Liste von Empfängern, die Sie schnell erhalten müssen. Und? Gratis überbringe ich gar nichts. Nicht mal für einen guten Zweck? Nur Spaß. Komm zurück, wenn du alles erledigt hast, dann bekommst du dein Geld. Alles klar. Neue Informationen. Super. Ja, die sehen schon cool aus. Bala-Bala-Schlitten nennen die. Wir bieten Reparaturen, Teile, alles, was Sie wollen. Ja, das brauche ich nur leider nicht, mein Freund. So, ich glaube, jetzt habe ich hier erstmal alles angenommen, oder? Also, Karte sollte eigentlich ganz gut gefüllt sein. Reisender Händler, reist durch Systeme und verkauft Sachen. Haben wir den schon mal angesprochen? Da gehen wir auch gleich nochmal ganz kurz hin. Hier haben wir erstmal nur einen Schatz. Ja, ich glaube, manche Sachen sind jetzt hier immer alle auf so Wasserrouten. Das sieht so ein bisschen so aus zumindest. Ich bin mir nicht so ganz so sicher. Von daher sollten wir eventuell wirklich erstmal gucken, dass wir die neuen Sachen bekommen hier von diesem... Ja, also hier auf jeden Fall. Das wird irgendeine Wasserroute sein. Ich glaube, das hier ist quasi das erste Ziel, was wir machen sollten. Hier ist diese Tammen, die uns irgendwie auf jeden Fall unseren Gleiter verbessert. Ja, die scheint auch hier... Tammen ist ausgezogen. Die scheint auch jedenfalls die zu sein, die uns dann weiter Sachen beibringen kann. Das ist auf jeden Fall gut, den Experten da mitzunehmen. Und der letzte ist, glaube ich, halt wirklich Lando. Gut, wir gucken ganz kurz mal zu dem Händler. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg, um diese Hydro-Dingsbums zu kriegen. Ne? Weil ich meine, warum nicht? Es ist sowieso die Hauptquest und... Na los, das ist quasi sinnvoll hier auf dem Planeten. Dass man hier über Wasser düsen kann.
Aber ich hätte ganz gerne halt wirklich ein geileres Outfit. Also das ärgert mich irgendwie auch noch mit am meisten. Ich weiß nicht. Kollege, hast du so einen geilen Poncho wie das, was du da anhast? Bitte. Nein, hast du nicht. Och Mann. Der Händler hat Details zu einer imperialen Bergbauunternehmung auf Akiva. Gut, nehmen wir mal mit. Man sieht sich. Okay. Wird irgendwo geballert, ne? Da oben. Hier. Was passiert denn hier? Was geht denn ab? Leute, ich bin unterwegs. Ich weiß zwar nicht, wo, zu was. Ich helfe erstmal den... Ja gut. Warum? Warum macht ihr das? Boah, haben die mir viel abgezogen. Schlecht. Alles noch dran. Also ich helfe denen hier gegen die Wildtiere und dann ballern die mich einfach ab. Was war denn das? So ein Froschman, Octobocto in klein. Hab keine Lust auf Octoboctos. Peinlicher Bereich. Was ist hier? Das sieht jetzt aber nicht so aus, als wäre hier irgendwas. Na gut. Ein Plan. Oh, obwohl. Okay. Okay, geht mir besser. Ich glaube, wir gehen mal ganz kurz auf Erkundungstour, ne? Wenn wir hier schon die ollen Banditen geklatscht haben. Gucken wir doch mal, was uns hier erwartet. Vielleicht gibt es da schönen Loot für uns oder so. Ein bisschen Akiva erkunden kann ja nicht schaden, Leute, ne? Und der Ashiga-Clan sollte jetzt eigentlich auch sogar relativ gut bei uns stehen. Eventuell wird das dann so die nächste Fraktion, die wir versuchen, so ein bisschen hochzuspielen. Wäre dann natürlich auch ein bisschen was auf Kijimi. Wie die Pikes lassen wir erstmal böse, ne? Vielleicht passiert da nämlich nochmal irgendwas. Bis jetzt haben die nur sehr luschige Leute geschickt. Oh, cool. Oh, ist das geil. Warte mal. Also das ist halt echt cool, oder? Ich weiß nicht. Bin ich da der Einzige wieder mal? Ich weiß nicht. Ich glaube, das fühlen manche. Vielleicht kommt da ja nochmal irgendeine Mission. Aber haben wir jetzt hier gar nichts? Wir müssen doch hier irgendwas bekommen haben für... Oder bin ich jetzt wieder ein Lost Boy? Ich bin ein Lost Boy. Seid ihr auch Lost Boys? Sind wir zusammen ein wenig lost? Vielleicht kommt da ja auch noch irgendwann eine Quest mit den Druiden. Das wäre natürlich auch sick. Gut, wir müssen mal gucken, wo wir hin müssen, genau. So, und zwar dort. Das heißt, wir können wahrscheinlich nicht hier lang, weil da ist Wasser, ne? Wie macht man das denn sonst? Oh mein Gott, man muss da richtig außen rum. Also entweder durchs imperiale Gebiet hier oben nochmal. Und ich glaube, das wäre das Schnellere. Na gut, wir holen uns erstmal unseren Gleiter. Eventuell... Bist du bereit? Wäre es ja gar nicht schlecht, sich da nochmal eine andere Route zu holen, oder? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wir versuchen das jetzt erstmal, ne? Den Weg kennen wir hier schon so ein bisschen. Wir gucken einfach mal, wo es uns lang führt. Ja, Leute, ich fahre hier tatsächlich in Richtung der imperialen Station. Das haben wir ja beim letzten Mal sowieso erst gesehen, von daher skippen wir das ein bisschen, ne? So, jetzt sind wir wieder da, wo wir eigentlich beim Imperium waren. Ich hoffe, ich kann hier einfach dran vorbeifahren, ohne dass sie mich attackieren. Ah, ich habe mir alles gebrochen. Ich bräuchte einmal einen Sanitäter, bitte. Imperiale Sanitäter. Ich brauche Rettungsdienst. Guck mal, wie die auch alles abgeholzt haben. Hilfe. Die haben ja alles kaputt gemacht. Meine Hüte. Das Imperium ist zerstört wieder mal. Die Natur. Es kann doch nicht wahr sein. Alles für den Fortschritt. Tja. Erinnert auch so ein bisschen an Jedi Fallen Order, wo man das bei Kashyyyk gesehen haben, wie die da die Natur kaputt gemacht haben. Interessant. Da wäre eine Möglichkeit. Ich will halt auch gerne Schnellreisepunkte haben. Das wäre halt super. Was? Was bist du überhaupt? Das ist Zarek Bash! Oh mein Gott! Was würde ich nur ohne dich tun, Kleiner? Warum ist Zarek Bash hier? Das war auch nur einer. Und das war ein ultra krasser. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre irgendwie so ein Swamp Trooper oder sowas in der Richtung. Das richtet bestimmt großen Schaden an. What the hell? Ich dachte halt wirklich, das wäre erst ein Imperialer. Na gut, hier über die Büsche oder sowas kommen, tut man eher schlecht. Das große Becken. Akiva, ja, das sieht auch aus wie das große Becken. Hier hinten ist jetzt nicht irgendwie noch was versteckt, oder? Nee, sonst gehen wir einfach wieder zurück, Leute. Gut, dann machen wir uns wieder weiter auf den Weg, wenn da nichts ist.
Ich wollte auch nur einen kurzen Abstecher machen. Ich glaube, hier bin ich richtig. Jemand hat Temmin vor mir gefunden. Oh, scheiße. Das ist jetzt auch Zarek Bash. Da war ein Druide, ne? Man hört ihn schon. Greif ihn an, Nix! Greif ihn an! Ich sehe ihn nicht. Oh ja. Okay, das sind immer nur luschige Leute hier. So wirklich stark sind die ja nicht, ne? Genau das Richtige. Warte, da hinten hat's einfach nicht gecheckt. Einfach hinterrücks weggeschossen. Hallo, ich bin noch am Looten, aber ich komme sofort. Temmin? Temmin, bist du hier? Moin. Hör mal, wenn du mich abziehen willst, sowas Leute waren schneller. Alles gut, alles gut. Ich bin eine alte Freundin von Gedeek. Ich heiße Kay. Gedeek hatte ich nie erwähnt. Ja, überrascht mich nicht. Aber er sagt, du kannst meinen Schlitten modifizieren? Ja. Ja, sicher. Ich habe alles, was du brauchst. Markflossen, aufgebohrte Sensoren, Verstärkerspulen. Wie wär's mit einem Hydrorepulsor? Oh. Nein. Na. Wie wäre das doch gleich mit alles, was du brauchst? Ich meine, ich kann dir den Repulsor dran bauen, kein Ding. Aber ohne gute Durastal-Streben bricht er in ein, zwei Tagen ab. Und du hast keine Streben? Nicht seit Surats Leute hier waren. Haben meine besten Teile auf ihre Insel gebracht. Ich mach dir einen Vorschlag. Bau mir doch den Repulsor schon mal ein. Und ich besorge dir die Streben. Okay. Surats Raumfähre wird irgendwo auf dem See sein. Viel Glück, Kay. Reisefluss abwärts, um den See zu erreichen. Jetzt können wir schon darüber fahren, oder was? Oh ja, guck mal, dann war es auch ganz gut, dass wir hier vorher so ein paar Infos gesammelt haben. Das ist natürlich strong. Gut, ich würde sagen, beim nächsten Mal, Leute, machen wir an der Stelle weiter. Mal gucken, ob wir dann mit unserem Gleiter das erste Mal so richtig schön übers Wasser düsen können. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, ihr auch. Von daher, das war's. Vielen lieben Dank fürs dabei sein. Bis denn und ciao. Ciao.